Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Mietendeckel geht in Phase 2, Spahn erwartet Impfstart im Dezember und Lockdown bis kurz vor Weihnachten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 23. November. Die zweite Phase des Berliner Mietendeckel tritt in Kraft. Damit sind jetzt zu hohe Mieten auch bei alten Verträgen illegal und müssen gesenkt werden. Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel geht von rund 340.000 betroffenen Wohnungen aus. Grundsätzlich müssen Mieter erstmal nichts selbst tun. Die Pflicht zur Senkung liegt bei den Vermietern. Mit dem Online-Mietendeckelrechner kann man nachprüfen, ob die eigene Miete über der nun geltenden gesetzlichen Obergrenze liegt. Ist das der Fall, sollte man zunächst den Vermieter selbst kontaktieren. Hilft das nicht, sollte man sich an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wenden. Die Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia haben einen Investitionsstopp angekündigt. Die Konzerne begründen diesen Schritt mit dem nun geltenden Mietendeckel. Gegenüber dem RBB teilt ein Vonovia-Sprecher mit, dass Modernisierungs- und Neubauprojekte gestoppt würden. Solche Investitionen seien nicht mehr finanzierbar. Mit Erneuerungen wolle man nun bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel im nächsten Jahr warten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet damit, dass noch in diesem Jahr erste Impfungen gegen das Coronavirus stattfinden können. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sprach der Minister davon, dass es noch in diesem Jahr zur Zulassung eines Impfstoffs in Europa kommen könne. Danach könne man sofort mit den Impfungen beginnen. Fast jedes vierte verfügbare Krankenhaus-Intensivbett in Berlin ist mit einem Covid-Patienten belegt. Laut dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Dienstagabend liegt die Auslastung bei 24%. Die entsprechende Corona-Ampel steht auf Gelb. 436 Menschen in der Stadt haben sich laut dem Lagebericht neu angesteckt. Allerdings teilen am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter direkt ihre Daten mit. Weiterhin auf Rot steht die Corona-Ampel der 7-Tages-Inzidenz. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 224,9 Berliner infiziert. Nach einer Beschlussvorlage der Bundesländer soll der Teil-Lockdown bis mindestens zum 20. Dezember verlängert werden. Auch eine Verlängerung darüber hinaus scheint nicht ausgeschlossen. Die Beschlussvorlage stammt vom Berliner Senat, da Berlin derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz innehat. Sie ist die Grundlage für die Beratung der Länderchefs mit der Kanzlerin am kommenden Mittwoch. Ab Dezember sind zudem weitere Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen geplant. Für das Weihnachtsfest sollen Ausnahmen gelten. Die SPD-geführten Länder fordern ein bundesweites Verbot von Feuerwerk zu Silvester. Das geht aus der Beschlussvorlage des Berliner Senats hervor. Durch ein Verbot des Kaufs, Verkaufs und Zünden von Feuerwerk sollen an Silvester größere Gruppenansammlungen vermieden werden, sowie Einsatzkräfte und Krankenhäuser entlastet werden. Wie Wirtschaftssenatorin Ramona Popp mitteilt, wird die Silvesterparty am Brandenburger Tor in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Feier lockt traditionell hunderttausende Menschen zum Brandenburger Tor. Geplant sei jetzt nur noch ein Konzert ohne Publikum, welches im Fernsehen übertragen werden soll. Ab Montag können Kneipen und Barbesitzer in Berlin Mietkostenzuschuss beantragen. Damit sollen sie insbesondere für ihre Verluste durch die Sperrstunde im Oktober entschädigt werden. Die Kneipenbesitzer können 3.000 Euro beantragen. Dafür müssen sie Umsatzeinbußen von mindestens 20% plausibel machen. Betroffen sind um die 2.500 Bars und Gaststätten. Entsprechende Anträge können jetzt auf der Homepage der Investitionsbank Berlin gestellt werden. Die Polizei sucht in Berlin nach einem 12-jährigen Jungen aus Hannover. Der 12-jährige Maximilian K. wird seit dem 18. November vermisst. Zuvor hatte er Mitschülern mitgeteilt, dass er sich auf den Weg nach Berlin machen möchte. Bisherige Suchmaßnahmen und die Überprüfung von möglichen Kontaktadressen verliefen erfolglos. Die Polizei befürchtet eine Gefahr für Leib und Leben des Kindes. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Grunewald am Samstag eine Schraubenfalle für Radfahrer und Jogger entdeckt. Ein bisher Unbekannter hat die selbstgebaute Falle in einem Weg im Grunewald vergraben. Mindestens 4 Radfahrer fuhren über die Falle, eine Joggerin trat in die Schrauben. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung.
Und damit zu den Wetteraussichten. In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel überwiegend bewölkt. Allerdings bleibt es trocken, die Temperaturen liegen um die 5 Grad. Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken bei Temperaturen bis zu 6 Grad ab. Während es am Mittwoch eher sonnig und trocken bleibt, kann es am Donnerstag zu Regenschauern kommen. Am Freitag bleibt es überwiegend bewölkt, dafür aber trocken. Die Temperaturen fallen in den kommenden Tagen weiter ab. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.